Stimmt, Ton ist da. Einschalten, Kamera laufen. Mhm. Liebe Modellbahnfreunde, wir begrüßen euch zu Film Nummer 34 und Levercast Talk Nummer 9. Jawohl. Aber wir machen beim 10. Levercast Talk kein Jubiläumsfest. Nein, aber da wird es eine Jubiläumsscheibe geben, die wird dann extra dünn. Okay, also wir müssen entschuldigen, ich muss mich erstmal schon sammeln. Ich springe gerade aus dem LKW. Mhm. Der Michael muss schon seit fast 2 Stunden auf mich warten. Ja. Aber ich muss dringend noch ein paar Teile ausliefern für die Firma unten. Lieber Michael, was machen wir denn in Film 34? Was haben wir denn vor? Also, was wir vorhin. Ja, ich werde euch nachher zeigen, was ich in den letzten 10 Tagen gebastelt habe für die Rektoranlage. Da werde ich dann später im laufenden Film noch ein bisschen was sagen. Und klar, an deiner mittelalterlichen Burg werde ich die Mauerwerke noch ein bisschen altern, da weitermachen. Das ist übrigens sehr gut angekommen, das Alterungsvideo. Ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Nee, was heißt nicht erwartet? Wir haben ja deutlich gesagt, das ist so, wie wir es machen. Ja. Und für uns ist das gut so. Ja. Und ein Zuseher hat ja gleich geschrieben, er hat gleich eine alte Kirche genommen, ich glaube, der Kettwiesel. Ja, genau, der Kettwiesel war es, glaube ich. Ja. Und der hat mir heute Morgen geschrieben, so ein Mist. Was denn? Ist ihm's misslungen? Neu, so ein Mist, aber jetzt kann er nie wieder ein Gebäude auf seine Anlage stellen, das nicht gealtert ist. Weil das wäre so genial geworden. Ja. Und er macht jetzt alle Gebäude oder altern. Ich glaube, noch haben wir doch einen Erfolg erzielt, oder? Ja, genau. Wir wollten jetzt einfach bloß einmal zeigen, wie man es machen kann. Mit einfachen Mitteln, das hat übrigens auch einer geschrieben, einfache Mittel schon, der Geldbeutel findet er sehr gut. Ja, genau. Dass man da auch mal dran denkt. Das war der Frank aus Holland. Ich glaube, genau. Der kommt ja auch am 8. Ah, schön, dann lernt man den auch mal kennen. Ja, Leberkäsefelsen sind auch gut angekommen. Ja, sind auch gut angekommen, ja. Da habt ihr ja noch einen an deinen Arbeitsplatz nahegelegt. Ich habe gestern Abend noch am Dienst noch geschwind einen gegossen. Also für die und für mich ein kleinerer. Ja, das ist ja das Schöne an den Leberkäsefelsen, die kannst du immer mal so zwischenein machen. Genau, immer mal zwischenein, ja. Und ich habe auch Michael Schulz geschrieben, weil der Michael sagt, wenn man seine noch formen, sei ja doch das Beste. Und habe ich mal geschrieben, du, ich brauche bald ein Diorama, da sind 50 Felsen drauf in dieser Größe. Und da brauche ich Individualität, da kann ich nicht 50 nebeneinander kleben, die einer aussieht wie der andere. Ja. Das muss man auch in Betracht ziehen, wie groß wird das nachher alles. Genau. So, also, ich hätte gerne noch eine Lokvorstellung machen, und zwar Retro-Lok. Oh, ein Retro, ja klar, natürlich. Da habe ich dir eine Kleinigkeit mitgebracht von meinem Freund Georg. Georg, grüß dich. Da bin ich ja gespannt. Also, ich habe bloß gesagt, die haben da eine Schachtel dabei. Aber was jetzt wie, muss man noch sehen oder muss ich noch sehen? Ja. Georg, ich habe auch deine Vitrine, die andere drei noch aufgehängt. Das zeigen wir nachher auch noch, gell? Also nochmal vielen, vielen Dank für die Vitrine. Und für die tolle Loks, die du im Fundus da hast. Darf ich dich kurz unterbrechen? Gerne. Ich hätte Hunger, du nicht? Ach so, Leberkästag. Ja. Ja, komm, pack aus. Pack aus. Pack aus. Also, wie immer, vollkommen reklamelos, gell? Ja. Und völlig formlos stellen wir das jetzt daher. Ja. Ich darf gleich einen Schluck trinken. Ja klar, bringt du auch mal was. Vom vielen Schwätzen, ein ganz trockener Hals. Also, Prost. Macht's gut. Ja, und den hast du hier, dein Weckle. Ist aber das mal leicht. Ja. Du weißt, die Folie langsam auspacken, damit verreißen. Damit wir das mal nehmen können. Ja. Naja, amtlich. Ja, kann man sagen, amtlich, ja. Kann man so lassen? Ja, kann man lassen. Also. Mein Bruder reklamiert die ganze Zeit, dass mir keinen Senf noch macht. Ich habe ja gesagt, wenn er kommt, kriegt er einen Senf, aber nur er. Aber er darf dann nicht kleckern. Ja. Oder trillen, wie man sagt. Ja. Weil sonst gibt es ja noch einen Latz mit dem Logo drauf. Ja, also, ich habe übrigens für das Fest, ist jetzt alles organisiert. Mhm. Jetzt brauche ich bloß die Leute kommen. Mhm. Also es ist alles organisiert, alles vorbereitet zu dem Tag. Da bin ich froh, weil das war doch auch ganz schöne Arbeit.
Ja, für dich war es eine schöne Arbeit, für mich ist es auch noch eine Arbeit ein bisschen. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Genau, ja. Ja, genau. Ja. Interessiert dich eigentlich auch, was ich so gemacht habe, seit in der Zeit, in der du auf dem See rumgeschippert hast? Ja, sicher, das würde mich schon interessieren. Also ich habe die Woche schon ein bisschen begrast. Also ich muss sagen, an der Anlage relativ wenig gemacht. Hoi. Auch wegen dem Fest, wegen dem Organisieren. Mhm. Mhm. Aber ich habe mal angefangen, einen Hintergrund hinzumachen. Das können wir nachher mal im Film kurz aufnehmen. Gucken wir auf alle Fälle vorbei. Ich habe die erste Ecke mal komplett aufgeräumt, die ganze Holzplatte. Und ich habe die Vitrine aufgehängt, wo wir unsere Sachen dann einstellen können. Mhm. Mhm. Das war so meine bisheriges Woche Aufgabe. Und heute werde ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen und eben begrasen, begrünen und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist so meins. Mhm. Ja, das schaue ich dann später noch über die Schulter. Ja, genau. Gerne. Und legen wir jetzt gleich los, oder? Hanoi. Warum? Ein richtiger Leberkäse-Talk wäre kein Leberkäse-Talk, wenn es keine Überraschung gäbe, lieber Jürgen. Man merkt, der ist immer noch im Geschäft. Ja, ich bin noch nicht ganz da, aber ja. Was vergiss hast du denn? Vergiss fast den Leberkäse, da muss man dran lupfen. Was hast du denn? Was ich denn habe? Ja. Also, passet auf, gestern Abend schellt das Telefon bei mir daheim. Denke ich, höre Ravensburger Nummer. Dann war der Bahnhofsvorsteher Otto Gruber am Apparat und hat mir gesagt, du, soll heute Morgen noch geschwind am Bahnhof vorbeikommen, sei ein Päckchen abgeben worden für mich. Am Bahnhof? Ja, kam mit der Postbahn. Ja, also ich war auch recht. Noch? Ja, Postwagen stand da, ja. Okay. Ja, dann bin ich hinuntergefahren, hat schon gewartet, an drei Unterschriften leisten müssen und dann hat er gesagt, so, viel Spaß damit. Dann sage ich, okay, gut, freue ich mich drauf. Und jetzt musst du was auspacken. Mhm. Lass rumwachsen. Lass rumwachsen. Jetzt fangen wir erstmal gleich an. Fangen wir mit einem kleinen Kuvert an. Mhm. Da ist jetzt etwas drin, was ich mir für unser Fest überlegt habe. Bargeld. Ja, schön wär's. Höchstens Spielgeld. Und zwar habe ich mir überlegt, unser Logo als Sticker. Und jeder, der kommt, kriegt einen so einen Sticker mit. Das sind jetzt etwa 80 so Sticker. Ah ja, sehr schön. Und jetzt wirst du natürlich sagen, naja gut, okay, ein Aufkleber. Wer hat denn heutzutage noch einen Aufkleber? Ja, das finde ich gut. Ja, finde ich auch. Also den kann man universell einsetzen. Ich habe daheim schon ein bisschen experimentiert. Das kommt dann im nächsten Labercase Talk, was man mit den Sticker alles machen kann. Einen Ausblick kann ich heute schon geben. Aha. Weil einen habe ich nämlich schon zweckentfremdet. Okay. Und weißt du, wo der gelandet ist? Neu. Bei mir auf dem Handy, guck mal, als Handysticker. Oh! So findet nachher immer jeder sein Handy wieder, wenn es mal verloren geht. Ja, ja. Super. Ja, das ist gut. Das ist, ich mache mir da wahrscheinlich auch noch das Auto hinten auf. Kleiner. Kannst du auch machen. Aber das war jetzt bloß der erste Teil von dreien. Okay. Das war auch noch komischerweise mit dabei. Das habe ich heute Morgen in Friedrichshafen abgeholt. Okay. Und jetzt guckst du da mal rein. Ist da jetzt Geld drin? Nein, da ist wieder kein Geld drin. Das sind ja nochmal Kleber. Ja, aber die sind kleiner. Okay. Die sind bloß 24 mm hoch. Was haben wir letztes Mal besprochen? Zum Sachen, andere Sachen bekleben. Genau. Okay. Also sind nochmal Aufkleber drin. Hat er nochmal Aufkleber machen lassen. Der Herr Dr. Redko. Mhm. Aber etwas kleiner. Etwas kleiner. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich gesagt, ich brauche bloß 10 Stück offiziell, okay. 20 habe ich dann bestellt. Ja. Dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, die kann man ja so universell einsetzen, die Aufkleber. Ja, ja. Dann habe ich die Bestellung auf 40 Stück erhöht. Und als ich heute Morgen dort war, hat es geheißen, du, lese mal, was drauf steht. 5 Böge, A15 Aufkleber. Ja, das ist wahrscheinlich gerade Gott dann auf mit den Bögen. Genau, hat es geheißen, es ist immer Auftrag von anderen Stickern mit aufgegangen. Die gleiche Firma, die das Bild gemacht genau. hat. Genau.
Ah ja, also sehen wir mal, die Firma kann sowas machen. Ja, und auch sowas oder Kleines. Ja. Oder etwas Größeres. Ja. Ja, und jetzt kommt noch der letzte Part, wo du auspacken musst. Nein, gut, also ich muss mir jetzt mal was überlegen für ihn, dass er mal was zum Auspacken hat. Aber der hat ja schon alles. Fast alles. Ja, ja, okay. Also was mir noch fehlt, ist ein CS3 Plus, aber es eilt nicht. Gell. Ja, wenn ich meine weg, du kannst sie haben. Ja, danke fürs Gespräch. Wenn, dann will ich schon nehmen. So, und jetzt kommt der letzte Part, das ist auch der größte und mit auch der schwerste. Und der kam tatsächlich beschriftet mit der Bahn. Kannst du selber nachlesen? Aha. Okay. Oh. Da muss ich wieder mit dem Messer rennen. Aber ja nicht. Aber wie soll ich das aufkriegen? Der Bobler. Wir haben extra Mühe gemacht. Ja, das sehe ich. Ja, das ist ja hammermäßig reinpackt. Jetzt weiß ich schon mal, wie andere Leute müssen, wenn sie von mir Geschenke kriegen. Oh. Das war jetzt ein versteckter Gruß übrigens an unseren Martin. Aha. So, ich bin soweit. Ah, Magnettafel. Genau. Okay. Ich habe ja welche da ohne Featuring Dr. Retro, gell? Hebe die auf dem Auto. Ja, klar. Also ihr seht, die Werbetrommeln laufen auf Hochtouren. Ja. Die sind auch schön, ja. Ja. Es war halt einmal 4 Stück, aber eine klebt schon bei mir an der Werkstatttüre. Okay. Und jetzt hast du noch eine für dein Auto und ist das auch diese Werbewirkung an der Werkstatttüre? Wer kommt danach? Keiner. Deine Mutter und du? Ja. Mal gucken, vielleicht haben wir einen anderen mit Kamera im Gepäck. Also ihr seht, heute gibt es Aufkleber und ja, alle Formen und Größen für sämtliche Untergründe. Ja. Metallisch, ja, nicht metallisch. Ja, kann man. Wie gesagt, was man alles aus den Aufklebern oder mit den Aufklebern machen kann, das seht ihr dann im nächsten Lebercast-Talk. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, bleibe dran, es ist weiterhin spannend oder es bleibt spannend, sondern einfach nur, schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Natürlich. Ja. Nichts anderes. Ha ja. Nee, und wir machen halt jetzt weiter, oder? Ja, aber ja, wie gesagt, Meldeschluss ist wann fürs Fest? 24.09. Das ist ein Samstag. Also ja, ich vermute mal, dass dieser Film am 23. rauskommt und dass es dann alle noch sehen. Aber wir haben das ja jetzt in jedem Video gesagt und ständig. Mhm. Und wer es jetzt noch nicht mitgekriegt hat. Ja, mei. Ja. Wir brauchen eben die Anmeldungen wegen der Organisation. Ja, ja, klar. Alles. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal an unsere Anlagen. Ja. Zeige euch dann, was wir so gemacht haben oder was wir so machen. Ja. Und ich sag's jetzt mal, bleibe dran, es bleibt spannend. Genau, also. Ja, bis dann. Bis dann. So, was macht man denn, wenn man ein wenig bekloppt ist? Wenn man ein wenig bekloppt ist, dann tut man das C-Gleis auch noch einschottern. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gezeigt, wie das geht. Oder wie ich das mache. Nicht so, wie das geht, sondern wie ich das mache. Ich habe also zunächst mal hier eine Dose. Sieht man die auch gut? Ja. Hier natürlich keine Werbung, von der Firma noch eine Streudose. Der hätte ich halt auch nicht mehr kaufen, viel zu teuer. So, und da habe ich den grauen Schotter drin. Und dann gehe ich einfach her und tue wie so ein bisschen Salz und Pfeffer leicht klopfen, das da in der Mitte einstreuen. So, und da will ich aber jetzt nicht weiter damit behelligen. Weil wenn ich das filme, dann ist die Stunde Video voll. Also ich zeige euch dann nachher, wie es weitergeht. Erstmal wird alles eingestreut. So ist jetzt das Ergebnis.
Und wie man sieht, sind jetzt die Schwellen auch mit Steinle oben drauf voll. Und das wollen wir eigentlich nicht so richtig. Aber der Gang jetzt ganz einfach her, muss ich gucken, mit der rechten Hand halten, mit der linken Hand zeigen. Da gehe ich her mit dem Finger, Eigengewicht vom Finger einfach drüber wischen. So. Und dann sieht man, dann sind die Schwellen annähernd frei. Da ist noch ein bisschen was. Also ich fahre da zwei, drei Mal drüber, aber nur Eigengewicht, dass man in die Schwelle Zwischenräume die Steine nicht rausholen. Gut, mache ich fertig. Nächster Schritt melde ich mich wieder. Im nächsten Schritt gehe ich dann her und tue mit dieser Spritze, in der sich Schotterkleber befindet, gibt es in der Apotheke, kann man sich die Spritze kaufen. Oder beim Arzt, wenn man nicht die Schwestern fragt, oder den Arzt, oder die Schwesterinnen, kann man so eine Spritze kriegen. Und den Holzleim, den Schotterkleber, mache ich mir in der Zwischenzeit auch selber. Und zwar nach dem Mischungsverhältnis 1/3 Leim, 2/3 Wasser, ein Schuss Spülmittel rein. Spülmittel ist ganz wichtig, dass der verläuft schön. Gut schütteln und dann hat man da eine günstige Variante. Eine Flasche Schotterkleber im Handel. Mal gucken, 750 Gramm Kleber kostet 15 Euro. Ist aber nichts anderes wie das, was ich da selber mische. So, und dann gehe ich her und mache hier tropfenweise. Das ist jetzt eine Gefühlssache. Tropfenweise in die Mitte ein Tropfen von dem Kleber rein. Durch das Spülmittel verläuft er sauber nach außen. Dabei achte ich darauf, dass ich nicht auf die Mittelkontakte komme. Also ich gehe da ziemlich hin, dicht dran und mache einen Tropfen vom Kleber rein. Und ich habe das Verfahren in der Zwischenzeit so ausgefuchst für mich, dass ich eigentlich die Schiene nachher gar nicht mehr putzen muss. Der Kontakt ist nachher gewährleistet. Das ist eigentlich unglaublich. Und jetzt sieht man mal, sieht man eben nicht. Doch, jetzt sieht man den Tropfen, wo ich mit hineingemacht habe. Hier oben ist er bereits über die ganze Breite verlaufen. Da verläuft er jetzt gerade voll. Da brauchen wir also gar nicht so viel reinmachen. Das funktioniert, ein Tropfen in die Mitte. So, und das mache ich jetzt mal fertig. So, ich filme jetzt mal eine ganz kurze Sequenz von dem Außenbereich schottern, von dem C-Gleis. Wie gesagt, viele fragen mich, wieso gibst du dir das? Ist ja ein riesen Aufwand. Ja, das ist ein Aufwand. Aber ich finde dieses C-Gleis an sich, diese Schotterung hier, nicht so toll. Und deswegen gebe ich mir das. Und außerdem ist das eine Arbeit, da kann ich komplett entspannen und abschalten. Da läuft natürlich in der Realität eine tolle Musik von nur nebenher mit. Hard and heavy meistens. Ich bin auch schon so gefragt worden, was so mein Musikgeschmack ist. Ja, wenn ich meine Liste da so angucke, Klatsch, Black Sabbath, Guns N' Roses, Motorhead, Metallica, Volbeat. Volbeat ist gerade so der absolute Favorit von mir. Das ist eigentlich eher eine Band so neuerer Art. Und die haben in den letzten zwei Jahren, verfolge ich das, einen dermaßen Fortschritt gemacht in der Musikalität, der Sänger im Gesang. Und das ist einfach eine geniale Band. Und das höre ich mir oft an. Andrea, Entschuldigung, Queen auch natürlich, gell? Ja, was halt alles so rauf und runter läuft, Rammstein und so weiter, gehört alles dazu. Und das kann ich jetzt bloß nicht laufen lassen, weil sonst klopft wieder die GEMA an die Türe und sagt, du böser Jürgen, das kostet was. Ja, ich wäre das bereit, das zu zahlen, aber weil so viel ist das gar nicht, was man da zahlt. Ich habe mal bei der GEMA versucht,
so ein Abo abzuschließen. Das wenigste waren, glaube ich, 75.000 Titel, die man da runterladen kann. Das geht aber nicht, wenn man ein User ist, also ein Benutzer der YouTube-Plattform, sondern das geht nur, wenn man der Betreiber der Plattform ist. Und da frage ich mich, warum YouTube das seine User nicht anbietet. Ist halt so, YouTube kann ich telefonisch nicht erreichen, ist halt so. Dann muss ich halt die Musik ausschalten. Das mal nur kurz zu dem, weil viele mich fragen, was hörst du denn für Musik? Also, jetzt nehme ich mal hier mein Becherle mit dem Schotter drin, der ist auch gut angemischt, der ist schon nass. Also der ist schon nass. Ich habe das schon mal im anderen Video gezeigt, jetzt mache ich den gleichen Fehler wie Märklin, dass ich sage in einem anderen Video, ich kann ja nachher mal gucken, in welchem das war und das in die Videoinhaltsangabe zeigen. Also ich gehe her, mache das dahin, so mal erstmal ein bisschen was nachmachen, ein bisschen anpassen, so. Gottes. Dann fahre ich einmal hier rüber und drücke das oben noch am Gleis an. Wobei das jetzt hier an der Außenkontur vom Gleis nicht so dramatisch ist, wenn da mal ein Körnle anpappt, weil da ist ja nicht die Lauffläche vom Rad, nachher vom Waggonrad. So, und das geht eigentlich, wenn man ein bisschen Übung hat, relativ zügig. Wie gesagt, und das mache ich halt immer so lange, wie ich Lust habe. Bei dem Stück, bei dem Abschnitt, den ich jetzt mache, bin ich ein bisschen selber unter Druck, weil ich da gerne die Landschaft weiterbaue, sprich das Gras, Eisstreue und so weiter. Und jetzt kratze ich dann die Schwelle hier noch frei, dass man die Schwelle noch sieht, außen, und dann gebe ich dem ein bisschen die Kontur und fertig ist die Laube. So, ist das nachher. Und so mache ich das jetzt. Jetzt habe ich da eine 2 Meter beidseitig zu machen, da bin ich jetzt eine Weile beschäftigt. So, und jetzt schalte die Kamera aus und mache Musik wieder an. Gell? Ja, und oft werde ich dann gefragt, das ist auch so ein Vorurteil, das Land auf, Land ab vorherrscht. Das wollte ich auch mal geschwind noch sagen. Wenn ich einen Besuch habe und der kommt da rauf und sieht mich da basteln und machen und hört die Musik, die da läuft, dann heißt es nachher immer, was hörst du für Musik? Du machst doch Modellbahn. Also wie gesagt, da gibt es in der Bevölkerung Land auf, Land ab auch so eine Meinung, Modellbahn ist gleich alte Männer. Also, und da versuche ich auch immer dagegen anzukämpfen. Ich habe da ein paar Projekte im Kopf, die ich da in Zukunft vielleicht mal angehe. Das kann ich aber erst, da gackere ich jetzt, aber das Ei ist noch nicht gelegt. Dass das Alter und das Benehmen oder der Musikgeschmack nichts damit zu tun hat. Das heißt praktisch, wenn man Modellbahn macht, liegt man nicht automatisch schon halber in der Gruft. Das ist aber so ein bisschen die verbreitete Meinung. Was soll ich denn da? Das sind doch bloß lauter Alte. Ja, das ist auch was, wo man mal ein bisschen dagegen angehen sollte. Also, bleibt jung und knackig. So, und wir sind jetzt beim Jürgen auf der digitalen Anlage. Jürgen, sag mal, was hast du letztes Mal gemacht, wo also, ich nicht mehr da war? Seit du nicht mehr da bist, war ich eigentlich sehr, sehr, sehr fleißig. Mhm. Also, ich habe den Abschnitt, Gleisabschnitt, von ungefähr in der Nähe von deinem Bauch, mhm. Also ja genau, von hier mhm. bis hier oben die Gleise geschottert, das C-Gleis mhm. geschottert. Das habe mhm. ich aber, glaube ich, gestern gefilmt, mhm. Wie ich das gemacht habe. Und ich habe natürlich den gegipsten Bahndamm grün-braun grundiert. Mhm. Das war jetzt das, was ich da gemacht habe. Immer mit Zwischentrocknungsschritten war das halt Arbeit von 3 Tagen. Und jetzt möchte ich heute, ich werde jetzt hier die Schiene ein bisschen abkleben in dem Bereich
Und dann möchte ich hier die Bereiche jetzt mal mit der ersten Schicht begrasen. Also mit einem ganz kurzen Gras aufmachen. Mehr wie das kurze Gras wird da nicht passieren zunächst, weil ich will ja hier innen, also praktisch schließen vom Jagdschlussdiorama bis hier schließen, auch mit dieser Stadtgestaltung. Und da muss ich dann immer mit rüberbeugen, da reinfassen. Und wenn dann hier Bäume und Büsche wären, wären die kaputt. Also es wird nur einmal eine Grasschicht kommen im ersten Schritt und dann war es das. Und dann geht es nachher innen weiter, Verbindungsbrücke bauen, hier einen kleinen Marktplatz gestalten, eine Straße durch zu dem kleinen Bahnhof, einen Parkplatz, dann mal irgendwann die Häuser noch anschließen, die Beleuchtung. Das sind so die nächste Schritte. Mhm. Und was hast du da vor, wo jetzt deine rechte Hand steht? Da habe ich vorhin gesehen, da ist was angezeichnet. Ja, da musst du den Dr. Retro fragen. Ah, da müssen wir den Dr. Also Retro da fragen. Da hat er nachgeschrieben 70, ein Strich bis hier 70. Und da kommt wieder irgendwas Geheimnisvolles her. Keine Ahnung, was er da bastelt. Okay. Ich habe nur die Angabe, in dem Bereich darf ich nichts machen. Okay, also kann man wieder sagen, es bleibt spannend. Dranbleiben. Genau, also wir haltet euch auf dem Laufenden. Ich fange jetzt mal an zu begrasen, zu begrünen und wenn das fertig ist, dann wird der Michael so freundlich sein und das wieder filmen, denke ich mal. Aber natürlich. Gell? Also dann, bis später. Bis dann, ja, tschüss. Ja, wir sind jetzt hier in Güdenbach. Also wir sind im Modelleisenbahntreffer vom Markus, von dem jungen hübschen Mann da mit der Latzhose. Die Leute stelle ich euch nachher alle noch vor. Und der erste Programmpunkt ist heute bei der Firma Faller in Güdenbach. Da gehen wir jetzt rein und schauen uns da alles mal an. Also jetzt hier die Abteilung für die Gartenbahner. Das ist gleich, wenn man reinkommt. So eine kleine Schauanlage. Ich würde nur kurz zur Vorstellung, Sarah ist bei uns auch im Marketing. Ich werde keine Aufnahmen machen, ich finde es einfach, aber ich glaube, wir machen eine Aufnahme. Das ist ein Video vom letzten Jahr. Irgendein Schwarzherr, den du gesprochen hast, gell? Echt? Ja, der Schwarze. Oder später, oder wie auch immer. Alle begeistert. Ja, hier ist ein Teil von Jürgens Schafsherde. Die sind ausgebüxt. Videos macht und schneidet. Das finde ich aber geil. Finde ich auch. Ich würde sie natürlich haben. So, ich bin, dann komme ich nicht ich gucke da nicht drauf, das geht mir nicht so groß. Ich habe ja Kanalmitglieder, das heißt, die zahlen monatlich. Lass uns den Schuppen gehen in den Schuppen. Das rede ich für Scheiß. Ja, bis gleich. Du bist im Modellbahnrausch. Ja, genau, das ist das Problem. So, wir verlassen.
verlassen das Seminar und gehe jetzt in den Shop und in die Ausstellung. Oh. Ja. Und unsere sind gealtert. Gut, natürlich ist das viel schwierig, ne? Hier haben wir das hier, die Rose rein. Ja, was soll ich sagen? Lichtspektakel für die Kirmes, für Standmodelle. Ich finde es voll geil, was die Technik mittlerweile kann. Wahnsinn, das kann man bestimmt auch in anderen Bereichen anbauen. Muss man natürlich gucken, wie man es lötet, wenn man die einzelnen Bahnen nimmt und dann an Kirmesgeschäfte hinmacht. Ne? Da hat man natürlich Ideenreichtum. Eine super Möglichkeit. Hier auch mal eine Wassergestaltung. Riesenrad. Vor allem die Lichtsteuerung. Also ich muss mal gucken, ob ich da auf meiner Anlage noch ein Plätzle finde für so einen kleinen Rummel. Das dürfte unseren Michael auch interessieren, weil wir haben ja über euer Projekt gesprochen. Wenn wir so eine Sektion Schweiz bauen, dass man da auch mit Schnee arbeitet. Ist ganz schön gemacht hier. Das filme ich jetzt mal so als Anregung für uns. Sieht auch schön aus. So, wir sind jetzt an der zweiten Station unseres Ausfluges, und zwar in Donaueschingen bei der Firma Hauer. Da gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, was der so Schönes für uns hat. Also im Schaufenster sieht man mal schon Flugzeugbausätze, Autobausätze, Panzerbausätze. Ja, gucken wir jetzt gleich mal rein. Also 400.
Ein Paradies. Ein Paradies. Aber ich bin in der Regalreihe weiter hinten, dass ich gar nicht in Versuchung komme, hier irgendwas zu kaufen. Hier schöne Bausätze von Pico. Ausschmückungsteile von Firma Busch. Muss ich sogar aussagen. Farben. So, der Besuch ist beendet. Wir verlassen das Geschäft wieder. Marco raucht nur eine Zigarre. Und ich bin immer noch stolz. Ich habe immer noch nichts gekauft. So, und jetzt gehen wir, glaube ich, zu der Donauversickerung in Donaueschingen. Das wird auch interessant. So, jetzt sind wir hier in Donaueschingen und laufen mal zu dieser Donauquelle, Donau-Ursprung hin. Und da starten wir dann auch mit der Fahrradtour. Mal rum mit dir. Nee, das ist bei dir. Da haben sie aber auch gesagt, dass da eigentlich der wirkliche Ursprung der Donau ist. Ja, der wirkliche ist ja irgendwo so eine Wiese, wo es rauskommt. Aber das, das Interessante ist halt, ne? Wo das so, und das sind wir. Und blubbert das da so? Ja, ja, aber die versiegt nie. Ne? Das ist schon so. Sehr beeindruckend. Wo ich vorher bei der Stadt hier mal geschafft habe, ich brauche mal das ganze Moos aus dem Bau wieder raus. Das ist sauber. Wo haben wir doch hier auch so raus? Die hängen hier noch über der Brüstung. Fotografieren sich. Die haben aber vom Land eine Naturisierungszahlung bekommen. Das heißt, hier wurde alles jetzt noch auf Landkosten neu renaturiert. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier den eigentlichen Donauzusammenfluss. Und da fließt jetzt die Donau nach hinten. Ja. Das heißt, Breg und wie heißen die? Die Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Ja, also, das ist Bregach, Brigach und die Breg. Und wo ist das Donauwasser vom Schluss? Das ist in der Breg drin. Ah, okay. Das heißt, dann sind hier zwei Flüsse und ab da ist Donau. Ja. Man sagt halt, die Quelle entspringt der Donau dort und das Wasser fließt über die Breg dann in den Donauzusammenfluss. Okay. Das stimmt oder nicht, das ist jetzt wieder eine Relation. Als Kind habe ich gelernt, Breg halt und Breg bringen die Donau zu wegen, hier ist die Donau, nicht ist, woanders. Hier ist noch Baden, oder? Hier ist Baden. Ja, kompliziert ja, wie immer. Ist Baden. Also im Endeffekt so die Fulda und Werra, die Weser. So eine Art. Ja. Okay. Und jetzt haben sie überall so schöne Plattformen, dass du da hinlatschen kannst und gucken kannst. Normal ist ja mehr Wasser, das ist jetzt weniger. Ja, hier kannst du so dich da hinlegen und schönes gucken. Ne? Früher hast du halt so eine Statue gehabt. Und da floss es dann eindeutig zusammen. Kurz vor der. Und jetzt sind wir wieder bei Markus in der Wohnung, weil das Wetter draußen nicht so toll ist. Da haben wir uns jetzt alle in der Wohnung versammelt. Und ich war ja schon mal hier, habe auch schon mal gefilmt. Alles und was jetzt eingebaut ist, ist dieses Segment hier. Das heißt, das ist jetzt in dem Zimmer komplett mit Anlage belegt. Bei den Pfanne da, die Hochstellung.
Aber wie gesagt, das kann man komplett rausnehmen, das Segment hier, und dann hinter durchlaufen. Hier ist der Schweizer Berg. Das sind jetzt die Nummer kleiner. Die macht ja zwar gerade auch Besuch an die Nummer. Hier ist die Nummer 1,50 kostet bei Faller. Bei noch. Wenn am Fest ist. Ja. Was bist du? Leute, Weltsensation. Ein Unikat gibt es sonst so nicht mehr, könnt ihr nicht kaufen. Der Michael hat einen Tunnel gebaut, ein Tunnelportal oder ein Tunnel. Eine Galerie eigentlich ist das, gell? Ja. Ein Galerientunnel. Und zwar für die Retroanlage natürlich. Ich filme jetzt mal hier. Hier kommt der Zug raus oder fährt rein. Fährt hier durch, andere Seite genauso. Es ist der weltweit einzige bekannte Fachwerktunnel. Wunderschönes Teil. Und ich frage jetzt mal den Michael. Hallo. Jetzt filmen wir schon wieder falsch, jetzt filmen wir schon wieder gegen das Licht. Oder was? Ja, mit dem Licht. Ich kann ja noch ein bisschen ruckeln. Ja, so genau, vielleicht besser. Genau. Michael, erklär mal mir und die Zuschauer, was du da jetzt Tolles gebaut hast, wie du das gebaut hast zum Beispiel. Wie ich das gebaut habe, und das ist ganz einfach. Das Grundmaterial von diesem Fachwerk-Galerientunnel ist stinkepopliches Pappelsperrholz, 4 mm, okay, als tragendes Material. Okay. Dann habe ich ein Tunnelportal gebaut, dann habe ich ausgemessen, wie lang der Tunnel werden soll, dann habe ich das zweite Tunnelportal mit Stützmauer gemacht. Dann ja, die Rückwand. Aber sag mal, das ist doch Fachwerk, oder? Ja, Ständer- und Balkenwerk. Das heißt, das sind lauter einzelne Holzstickel, wo du da eingeklebt hast. Einzelne Holzleister, 3x3 mm von Hand zugesägt oder abgelenkt, aufgeleimt, wie es sein soll, wie es mir gefällt. Und dann mit Gips aufgefüllt? Ja. Also richtige Fachwerkarbeit? Ja. Ja, aber ich finde das schon was Besonderes. Natürlich vorher noch lackieren. Du, ja, aber du sagst es so, wie wenn das für dich alltäglich wäre. Das ist nicht mein erstes Fachwerk, was ich mache. Ach so, jetzt! In meiner Werkstatt, da stehen noch einige Fachwerkhäuser. Okay, okay. Also mein Meisterstück ist in Spur 1 eine komplette Feuerwache. Okay. Mit Brandschutzturm in Fachwerkoptik. Ja, aber die sehen wir ja vielleicht, wenn wir Dr. Retro Teil 2 machen. Dr. Ja. Retro Spezial, ja. Teil 2, ja, genau. Da würde ich den euch mal so in meine Welt mitnehmen. Ich also er hat tatsächlich, das sind lauter einzelne Bälkle, ja, ausgesägt, aufgeklebt und dann die Zwischenräume mit Gips ausgefugt, abgezogen. Ja. Genau. Vorher noch lackiert. Vorher lackiert, ja, und dann aufgefüllt. Aber ich sehe ja da drinnen auch noch eine Mauer. Ja. Wie hast du die gemacht? Auch selber. Ja. Wie? Ach so, wie? Ja, Entschuldigung. Ich habe mir das Grundmaterial, ist 3 mm geschäumtes, glattgezogenes Polystyrol. Okay. Aus dem Baumarkt. Von Hause aus Grund schon grau eingefärbt. Das habe ich dann angeschliffen. Habe mir meine Markierungen gezogen, meine Linien, und habe dann nach diesen Linien dann mit dem Faserprüfer. Mit dem Schraubendreherle. Schraubendreherle, genau, mit dem Kleinen dann anhand vom Lineal dann die Mauerwerke eingeritzt. Okay. Und dann natürlich, klar, grau grundlackiert nochmal, dann ein schwarzes Wasch drüber, das abgezogen. Ja, ja. Und dann halt die Mauer gealtert. Also wir sehen wieder ein wunderschönes Bauchwerk von Dr. Retro. Da lassen wir bestimmt irgendwann mal eine Lok durchfahren, dass man das mal vielleicht sieht. Sogar einen ganzen Zug. Wie der langsam durchfährt. Aha, okay, alles klar. Das wollte ich jetzt euch alle nur mal zeigen und Applaus. Ja, vielen Dank. Es geht weiter. So, liebe Leute, wir sind wieder bei Michael und es kommt die obligatorische Frage. Michael, was machst du denn da eigentlich? Was ich da mache? Ja. Was ich da mache, ja, beim Alterungstutorial, ihr seht es ja drüben, der restliche Teil der Burg, der mittelalterlichen. Ja, und
ich habe jetzt halt da Lust drauf und ich habe mir gedacht, komm, weißt du was, topst du da mal ein bisschen aus. So ein bisschen Stellprobe gemacht, wie können sie aussehen, wie gehört sie denn zusammen, laut der Bauanleitung, aber ganz ehrlich, langweilig, alles eckig, alles flach, keine Struktur und das wollen wir nicht. Die Erstmauer, die habe ich aus drei Teilen schon zu einem geraden Stück zusammen gemacht. Die kommt dann hier drüber hin. Okay. Und an der nächsten Mauer, irgendwann der schauen willst, die wird dann stufenartig, weil eine Burg steht ja meistens immer auf dem zerklüfterten Berg. Hang oder so. Ja, am Hang, Felsen. Ja, ja. Und ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und da klebe ich jetzt die ersten drei Mauerelementen so in der Stufe hier zusammen. Die Kabelkanäle sind mir jetzt der Höhenunterschied. Okay. Das gibt dann jetzt dann die linke Mauer, wo jetzt da in der fertigen Burg dann fehlt. Also das ist jetzt nur Stellprobe, ist noch nichts verklebt, muss ich dazu sagen. Und wer weiß, was sich jetzt noch so ergibt. Und mein Gedanke ist, dieser Turm hier, der wird dann vorne stehen. Die Burg steht dann höher. Wir haben einen Burggraben und das ist hier praktisch der Besucherturm, sage ich jetzt mal. Der Eingangsturm. Der Eingangsturm, genau. Dann kommt hier eine Brücke, wo man dann später durch den bereits gealterten Turm durchgeht, um dann in das Burginnere zu kommen. Aber man muss ja noch dazu sagen, das steht dann nicht hier auf der Retroanlage, sondern das ist Teil vom nächsten Diorama an der Digitalanlage. Ja. Ja, ja. Genau, da wo man die viele, viele Leberkästfelsen braucht. Genau, ja. Hast du ja gesehen, ich habe da noch einen an der Arbeitsplatz nachgelegt. Ja, den packe ich jetzt noch gleich aus. Ja. Ihr müsst ja nicht wissen, wenn man halt immer, wenn man ein bisschen irgendwie einen Zwischenschritt hin, wo man warten muss, bis was trocknet, machen wir immer Leberkästfelsen. Zum Beispiel. Gell? Oder der Michael abends daheim macht er noch schnell einen Leberkästfelsen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel was habe, wo trocknen muss und dann gibt es es übrig, natürlich toll, es ist wieder eintrocknet. Man sollte halt weniger schwätzen und dafür mehr schaffen, gell? Ja. Aber machen wir da mal geschwind frei. Das war's gewesen. Okay. Und jetzt trage ich wieder Hanne praktisch Triples Weiß. Der Klebstoff, wo schnell trocknet, aus dem Schwarzwald da auf. Okay. Für den Bausatz aus dem Schwarzwald. Nein, der steht aus dem Schwarzwald. Ist nicht aus dem Schwarzwald? Das ist Firma Vollmer. Vollmer? Oh, ja. Entschuldigung. Okay. Keine Werbung, aber wir verwenden auch Vollmer-Produkte. Ja. Wobei ich von dem Bausatz schwer enttäuscht war, weil der, habe ich gedacht, oh ja, schöne Burg, da hast du bestimmt wieder ein paar Stunden drauf zum Zusammenbasteln. Aber das war in 3-4 Stunden war die fertig. Ja, aber zum Glück hast du mir gezeigt, dann mache ich dir was drauf. Ja, ja, genau. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Warte mal, ich schwenke mal mit der Kamera geschwind irgendwo hin. Du schwenkst schon irgendwo hin. Wir haben vorher den schönen Tunnel zeigt, der jetzt beschwert ist, der angeklebt wird mit dieser Wasserflasche. Ja. Wie lange hast denn du für dieses Projekt gebraucht, bis das fertig war, dass man mal so eine Vorstellung hat? Ach so, ja, ja, die reine Bauzeit. Die Bauzeit von dem Ding. Oh, das kann ich dir sagen. Da war ich insgesamt 10 Tage in der Werkstatt. Okay. Und habe dafür 27 Stunden und 15 Minuten gebraucht. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, hat der eine Stoppuhr oder Stecher unter dem Keller in der Werkstatt. Nein, das habe ich nicht, aber ich führe Baustundenbuch. Ich trage mir den Tag ein, ich trage mir die Uhrzeit an, wo ich angefangen habe und die Uhrzeit, wo ich Feierabend gemacht habe und trage mir dann auch zwischendurch die einzelnen Bauschritte ein, dass wenn ich nach Arbeitswoche wieder in die Werkstatt komme, nicht merken muss, was ich gemacht habe oder wie ich es gemacht habe, sondern einfach bloß aufschlagen, nachlesen. Okay, also typisch, auch schwäbisch. Genauigkeit. Genauigkeit. Ja. Genauigkeit. So, Zuverlässigkeit, Genauigkeit. Ja. Was gehört noch zu den schwäbischen Tugenden? Fleiß. Fleiß, Ehrgeiz. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit und natürlich auch ganz wichtig, das sagt man uns natürlich noch, sind wir aber nicht, wir sind nicht geizig. Wir sind auch nicht verschwenderisch, wir sind auch keine Entenklemmer. Und? Kostenbewusst. Kostenbewusst, genau. Ja. Und wir sind manchmal ganz schön lustig. Ja, gell? Aber auch eugesinnig. Eugesinnig und lustig, ja. Ein Reiterschwab halt. Ein Reiterschwab. Ja. So,
Also Michael, dann will ich jetzt... Während wir geschwatzt haben, habe ich jetzt schon aus 3 Mauerteilen eine gemacht. Warte mal, ich filme das aber mal von vorne, damit man die Stufe sieht. Genau, in Stufenform. Und da haben wir vorher besprochen, wo die ungefähr, du hast mich gefragt, wo die Nase soll. Ich habe das gezeigt und haben wir gesagt, dass man da unterbaut sozusagen mit Felsen. Genau. Das darfst dann du machen. Simuliert, dass die aus dem Fels rauswächst, die Burg praktisch. Genau. Oder, ja, genau. Gut, also Michael, dann wünsche ich dir frohes Schaffen. Ja, danke. Ich gehe jetzt mal den von dir mir überbrachten Leberkäsfilzen. Ja, ich tue das jetzt auspacken. Noch mit dem Klebeband fixieren, dass das trocknen kann. Und dann kommst du mal mit der Kamera und zu mir. Und dann komme ich mal zu dir rüber, weil mich jetzt interessiert, wie der Felsen aus Restmaterial vom Gipsen, vom Tunnel dir gefällt. Und dann zeige ich dir auch mal, was ich gemacht habe die letzten Tage. Oh ja. Gell? Oh also, ja. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, Rollentausch. Der Dr. Retro hinter der Kamera und unser Jürgen vor der Kamera. Und jetzt schauen wir mal neugierig, der ist nämlich schon wieder am Rascheln. Jürgen, was packst du denn da gerade wieder aus? Ja, mal. Du hast mir ja gestern Abend hast du einen Leberkäsefelsen gemacht. Ja, genau. Und den packe ich jetzt mal aus, der hat auch eine tolle Kontur. Oh ja, das wird richtig schön verklüftet. Aber das, den kriege ich wahrscheinlich auch nicht so raus, dass die Folie nicht verreißt. Macht nichts. Da muss ich mal gucken. Muss halt nochmal einen Leberkäse essen. Oh ja, ja. Ja, guckt mal das an. Was das für ein tolle Felsen wieder gibt. Ja, aus den Ritzen muss ich so rauspopeln wieder. Und was ich auch gut finde, ist, wow, der ist toll geworden. Hast du jetzt da den Gips ein bisschen dünner gemacht? Oder? Ja, wir haben ihn in 2 Lager gemacht. Eine wenig dickere, dass man Stabilität kriegt. Okay. Und die andere Hälfte war ein wenig dünner und das habe ich dann mit einem abgesägten Pinselstiel dann noch ein bisschen gestupft, wie wenn man Beton stupfen tät. Okay. Ja, die kann man wirklich nicht mehr verwenden, die Folie. Aber. Oh, für einen kleineren langt es noch. Ja, also wir brauchen das jetzt auch so sparsam sein mit der Folie. Wenn sie jetzt halt kaputt ist, ist sie kaputt. Der vierste Felsen, echt super schön. Richtig zerklüftet. Und so, man sieht dreierlei Struktur. Ja. Gehe ich mal genau drauf. Ja. Ja, wunderbar. Das, also das kommt schon wieder Pinsle. Das kommt eigentlich erstmal toll raus, wenn der richtig angemalt ist. Mhm. So, wunderbar. Und dann will ich euch nochmal was zeigen, was der Michael gemacht hat. Und zwar haben wir mal einen Versuch gemacht, einen ganz großen Felsen. Mhm. Weil ich gesagt, das Diorama, das ich plan, ist groß und braucht viele Felsen. Und ich möchte in den Berg gern einen Wanderweg reinmachen. Und da haben wir versucht, gleich so ein bisschen so eine Einbuchtung reinzumachen, dass man hier entlang so einen Weg machen kann, wo nachher Menschen laufen oder Wanderer. Aber das war jetzt der erste Versuch. Gell? Da überlegen wir uns, wie wir das noch optimieren. Aber das Tolle ist auch, wenn der Leberkäsefelsen frisch auspackt ist, nach 24 Stunden ist der feucht und du kannst ihn richtig schneiden mit dem Messer, schnitzen. Also das ist wunderbar. Mhm. So. Also das klingt auf alle Fälle spannend, da schauen wir bestimmt ab und zu mal wieder vorbei. Ja, so und jetzt zeige ich dir mal, was ich sonst noch mache. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, da sage ich also mal bis gleich. Bis gleich. So und jetzt schauen wir mal, was der Jürgen noch so gemacht hat, außer Felsen, Ritzen und Machen. Jürgen, erzähl. Ja, ich habe diese 3 Vitrinen unten aufgehängt, die, die 2 obere hingen ja schon. Mhm. Und die sind von meinem MOBA-Freund Georg. Georg, nochmal vielen Dank für diese wunderschöne Vitrine. Und du siehst, die haben gleich einen schönen Platz bei uns gefunden. Also es ist so aufgeteilt, das ist CS3-Material, Loks und Waggons. Das ist Dr. Retro.
Und da fragt sich jetzt jeder, wieso hat der Dr. Retro so eine kleine Vitrine? Nein, er hat da unten nochmal Platz. Und die, wo bis jetzt da drin sind, das sind Lokomotive, die auf der Ecos Eingläser sind. Also das habe ich so ein bisschen getrennt. Mhm. So ist mal das System da dahinter. Und dann kann ich jetzt nämlich hergehen und nach mal meine ganze Lux einlesen und versorgen, auspacken und versorgen. Natürlich würde ich dann entsprechend auch Lokvorstellungen machen. Oh, das klingt spannend. Ja, so, das war mal Schritt 1. Okay, dann schauen wir gleich mal zu dir noch Schritt 2. So, und im nächsten Schritt zeigt uns jetzt der Jürgen nicht nur dieses Reptil hier, sondern der nächste Schritt. Jürgen, was hast du gemacht? Der nächste Schritt, Thema Hintergründe. Auch Hintergrund? Also, ja, an der Modellbahn, wenn du mal freundlicherweise hier ein bisschen rumfilmst. Ja, habe ich. Siehst du hier dieses wunderschöne Bergbild, das ich an der Decke befestigt, hängend befestigt habe. Das ist noch nicht das Nonplusultra, da will ich noch Nylon schnüre, also so ein bisschen unsichtbar machen, die Aufhängung. Der Vorteil ist, ich kann das jederzeit wegschieben, abhängen. Wenn ich dahinter was schaffen muss, kann das weg. So. Aber man sieht jetzt gleich, da steht die 3/6-Lok dahin, die bayerische. Das wirkt gleich ganz anders. Das heißt, es wird auch die Fahrvideos, die man macht, oder die ich da auf der Anlage mache, erheblich aufwerten, denke ich mal. Ja, und das ist eben so jetzt mal, das geht dann über die ganze Rückseite der Platte, also 7,5 Meter, diese Hintergrundbilder. Das habe ich so gemacht. Mhm. Und das kostet also eine gewisse Zeit, das Ausmessen, dass es schön hängt und dass es gerade hängt und so weiter und so weiter. Also, vor allen Dingen sauber aufklebt ist. Das Bild? Ja. Das habe ich so gekauft. Das hast du so gekauft? Okay. Ja, da musst du nichts aufkleben. Mhm. Das ist eine 3 mm starke Kunststoffplatte. Das kannst du mal, sieht man das von der Seite? Ich gucke halt einmal. Das ist eine 3 mm starke Kunststoffplatte, ist sehr leicht. Die kann man auch biegen, also praktisch ums Eck rum nachher gehen. Wenn da jemand wissen will, wo die her ist, kann ich dann auch mal da sagen, wo ich die erworben habe. Und das nächste ist halt dann, wenn du jetzt mal hierher filmst, das nächste ist dann eben diese Platte. Und wenn man sieht man so, ich hätte es mal so hin. Jo, man sieht den Anschluss. Wenn man sieht, die gehört dahin, also vom Bild her. Das ist jetzt nicht irgendwie eine wilde Abfolge von Bildern, sondern die gehört echt dahin. Und die Firma bietet das an, auf diese ganze Länge zusammengehörige Bilder. Das klingt gut. Ja, und das sieht noch richtig schön aus. Also da sind wir gespannt, wenn das Ganze mal fertig ist. Ja, ja, das ist das Nächste, wo es dann dahin kommt. Bloß das mache ich heute nicht. Man tut heute noch so ein Ärmel von Bohrmaschine nach oben heben und so. Das mache ich morgen. So ist der Plan und das habe ich bis jetzt gemacht. Also ich war wieder sehr fleißig. Ja, man muss dich loben. Und, ja, danke. Dann habe ich noch Festle planen und putzen, aufräumen und so weiter. Also lauter administratives Zeug. Ja, genau. Okay. Jetzt gehe ich zum Begrasen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht filmen. Wenn es fertig ist, machen wir das. Und dann zeigen wir euch das dann. Alles klar. In dem Fall, bye bye. Bye. So, Leute, wir haben jetzt 16 Uhr und machen eine Kaffeepause. Genau. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Überstundenphase, gell, Michael? Ja, gut. Ich schon, du nicht. Du hast ja 2 Stunden später angefangen. Ja, aber ich habe ja in der Zeit auch was geschafft. Ja. So ist es ja nicht. So, während wir hier sitzen und Kaffee trinken, können wir euch mal informieren. Ja, was so, hat es denn schon wieder gegeben? Der Michael altert diese Burg gleich jetzt komplett. Die wird nachher auf der Anlage stufenförmig stehen. Ihr seht links den großen Turm vom letzten Video, gealtert, und rechts davon diese Mauerteile. Bei wie viel Schritt sind wir denn da jetzt? Eigentlich schon fast beim letzten. Es muss abtrocknen und dann kommt weiß drauf. Okay. Und dann vielleicht auch zwischendrin noch ein Touchgrün. Okay. Gut. Ja, es kommt schon zum Turm auch nah, aber es muss ja nicht umlaufend gleich sein. Nein, um Gottes Willen, dann wäre es ja künstlich.
das soll ja auch wetterbedingt und genau. witterungsbedingt irgendwie auch entsprechend aussehen. Mhm. Also hier, so, wenn ich es kurz erklären darf, die Farbe hier ist der Ursprungszustand, Bausatz. Okay. Nur nachgeschwärzt und dann stellenweise partiell nur abgetupft und dann trocknen lassen. Und dann klar, wie im letzten Tutorial drüber, mit ein bisschen mehr und weniger, punktuell und dann natürlich klar von dunkel nach hell. Ja, sieht wunderbar aus. Und dann klar, hier wo die Kabelkanäle sind, und müsst ihr euch dann Felsen vorstellen. Ganz hinten, also im Hintergrund, sieht man jetzt noch Originalteile, ja, die noch gar nicht dran waren, und so sieht es jetzt aus, ja genau, oder so, wenn man so da vorstellt. Also eine Burg aus dem Mittelalter darf nicht geschleckt aussehen. Nein. Die muss verratzt aussehen. Ja. Und hier, das ist jetzt die gerade Mauer. Da bin ich jetzt parallel dran. Ja. Da bin ich jetzt erst bei Schritt 2. Okay. Gut, dann trinken wir jetzt mal unseren Kaffee und dann machen wir noch ein Stündchen. Ja. In der Zeit, wo wir den Kaffee trinken, kann das noch ein bisschen abtrocknen. Genau. Und in Ruhe nachdunkeln. Und dann geht es auf die Zielgerade von ja. der Außenseite. Und dann habe ich ja. natürlich noch die Innenseite. Wunderbar. Also, Leute, ihr seht, es geht bei uns vorwärts. Ja. Nicht rückwärts, nein, vorwärts. Ja, liebe MOBA-Freunde. Ich habe euch wieder was zu zeigen. Und zwar geht es um den württembergischen Zug, Güterzug der königlich-württembergischen Staatseisenbahnen. Und hier handelt es sich um eine einmalige Sonderserie zum 125-jährigen Märklin-Jubiläum. Das gab es 1984 zu kaufen. Und seitdem, hier Artikel 2857, und seitdem stand dieses Schätzchen in einer Vitrine bei meinem Freund Georg und hat jetzt den Weg zu mir gefunden. Ich habe das auf eBay ersteigert für 105 Euro. Also man kann hier von einem Liebhaberpreis sprechen. Ich mache jetzt mal die Schachtel auf und dann zeige ich euch, was da drin ist. Der Deckel ist geöffnet. So, wir haben hier eine Dampflokomotive T5, auf die gehe ich mal extra noch ein nachher. Ich mache aber erstmal den Blister auf hier. Das ist so eine Kunststoffabdeckung. Auch nicht schlecht, die Verpackung damals, 1984. Wir haben diese Lokomotive. Dann haben wir einen Güterwagen drin, Stauffenbräu, Göppingen, Brauerei, mit Bremserhäusle. Dann haben wir einen Kesselwagen, Wilhelm Busch heißt der, glaube ich, die Firma. Burg, Wilhelm Burg, im Alter lässt auch die Sehkraft nach, Wilhelm Burg. Dann haben wir eigentlich den Märklin, Gebrüder Märklin und Co. mit Bremserhaus dabei, den Güterwagen. Dann haben wir einen Kesselwagen Firma Zeller und Gmelin mit Bremserhaus. Und dann noch einen wunderschönen weißen Güterwagen, Vereinigte Brauereien Stuttgart und Tübingen. Alles liebevoll bedruckt, alle Waggons mit Speichenrädern. Sieht man das? Einmal ein bisschen näher nah. Jawohl, sieht man. Und diese Waggons gab es nicht einzeln zu kaufen. Das war also alles nur in diesem Set erhältlich. Hier ist die Lok. Und zu der sage ich jetzt aber gleich nochmal separat was. So, hier haben wir jetzt diese wunderschöne Lok. Warum ich die so mag, ganz einfach, es ist ein schwäbisches Produkt im Original. Das heißt, nicht nur das Modell kommt aus Göppingen, aus Schwaben, sondern auch die Lok wurde auch 1908 in Auftrag gegeben an die Maschinenfabrik Esslingen.
auch was Schwäbisches. Und die ist bezeichnet als württembergische T5, war gedacht für den Einsatz auf Haupt- und Nebenstrecken und hat einen Achsabstand von 4000 mm. Das hat wohl einen ruhigen Lauf bewirkt. So, bis 1920 wurden insgesamt 96 Exemplare dieser Baureihe hergestellt. Drei Exemplare mussten 1919 nach Frankreich abgegeben werden. Warum, kann man sich denken. Und die übrigen 93 Maschinen übernahm die Deutsche Reichsbahn. So. 89 davon wurden noch von der Deutschen Bundesbahn übernommen. Ab 1959 begann man damit, die Fahrzeuge auszumustern. Das letzte Exemplar wurde 1963 aus dem Dienst genommen und bis 1968 in Aulendorf, auch schwäbisch, als Museumslokomotive aufbewahrt. Aber dann wurde auch dieses letzte Exemplar verschrottet. Die württembergische T5 bewährte sich sehr gut und wurde in Einzelfällen sogar vor Schnellzügen zwischen Stuttgart und Immendingen eingesetzt. Also bei einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h war das damals ein Schnellzuglok. Da sieht man mal, wie stressfrei die Zeit damals war eigentlich. Dann begann man sie auch wegen ihrer guten Eigenschaften als Güterzuglokomotive einzusetzen und daraus resultiert eben dieses Zugset von Märklin. So, das ist jetzt mal so zu der Historie. Ich lese das auch nur, also, dass keiner denkt, hui, jetzt kennt er sich auch noch mit den Loks aus. Dem ist nicht so. Märklin sagt noch, dass hier, Moment, sie ist 14 cm lang und besitzt ein Fahrwerk und einen Kessel aus Metall, während der Führerstand und die Wasserkästen aus Kunststoff hergestellt sind. Sie hat vorbildgerecht ein rotes Fahrwerk und ein grünes Gehäuse mit schwarzer Rauchkammer. Ein besonders interessantes Detail an dem Modell ist der Schornsteindeckel, der sich auf- und zuklappen lässt. Na, das schauen wir noch gleich mal. Ah ja, guck mal, ist das witzig. Da muss ich doch gerade mal ein bisschen näher nachgehen. Also da kann man tatsächlich die Rauchklappe im Kamin betätigen. Ganz tolles Gimmick. Also es macht fast mehr Spaß wie an der CS3, das Geräusch Scheibenwischer an- und aus zu betätigen. Richtig cool. So, und jetzt baue ich den Zug mal auf, weil diese Lok ist analog und sie wird auch analog bleiben. Da gibt es wohl auch Platzgründe dafür, aber ich möchte sie auch gar nicht digitalisiert haben. Jetzt stelle ich die mal auf die Retroanlage und lasse die da mal eine Runde drehen. Jetzt steht der wunderschöne Güterzug hier vorne mit der württembergischen T5. Dann haben wir den Brauereiwagen Stuttgart-Tübingen. Was ich sagen muss, diese Waggons sind schon sehr schön detailliert. Sieht man hier, Geländergriffstange dran. Eine ganz tolle Beschriftung. Ja, also das war 1984 auch schon möglich. Hier wieder Griffstange. Die Wagen sind von Haus aus ein bisschen gealtert. Also wirklich ein ganz toller Zug. Da, wenn man das sieht. Ja, ganz detailliert beschriftet. Und natürlich der Märklin-Wagen hängt zum Schluss dran. Ja, tolle Sache. Und jetzt muss ich euch
sage, ihr habt das jetzt alles unbefugt auf die Retroanlage gestellt von Michael, weil der Michael heute nicht da ist. Der Michael hat gestern einen Anruf gekriegt, er möge doch bitte heute zur Arbeit kommen, weil zwei Kollegen ausgefallen sind. Und jetzt habe ich mir rausgenommen, einfach mal diese Retroanlage, Analoganlage zu bedienen, weil ich hätte das Ziegel jetzt gerne mal ein, zwei Runden fahren lassen. Also wie gesagt, die ist seit 1984, hat der Georg die, glaube ich, gekauft. Ist nur ganz kurz gefahren zu Testzwecken und dann steht die seitdem bei ihm in der Vitrine daheim. Und die sieht wirklich aus wie nagelneu. Kein Meckerle, kein Kretzerle, kein gar nichts. Also wie gesagt, verratet dem Michael nicht, was ich da drüber habe jetzt. Ich hoffe, dass ich das mit ihrer Technik da habe, kapiere. Und dann lasse ich das jetzt mal drehen und dann mache ich noch ein kleines Filmle, wie die Lok fährt. Das ist übrigens auch eine typische Sache von Georg. Der hat in jede Lok einen Lokführer eingebaut. Also da hat man erst nicht erst die findigen Ingenieure von Märklin gebraucht, damit ein Lokführer dann reinkommt in den Führerstand, sondern das hat der schon alles automatisch gemacht. Und was natürlich auch bei ihm ist, das ist echt Kohle hinter drin immer bei ihm. Ganz tolles Detail. Gut, also genug geschwafelt, jetzt wird's gefahren. Jetzt stellen wir das gute Stück mal ab. Also seit 1984 in der Vitrine auf die Schiene gestellt, es läuft und ich feiere das Material einfach. Also das ältere Material von Märklin ist genauso liebevoll gestaltet, genauso liebevoll detailliert wie die neue Sache und ich feiere das zurzeit total, diese ältere Geschichte. Weil das einfach eine verlässliche Qualität ist, meiner Meinung nach. Und es macht ungeheuer Spaß, das vorzustellen und dem zuzuschauen, wie es da auf der Schiene fährt. Also ein herrlicher Zug, eine herrliche Lok. Und die wird noch hier einige Runden drehen. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Und ich freue mich schon auf die nächste Lokvorstellung auf dieser Anlage. Und sage nichts an Michael, dass ich jetzt heimlich der Hanna unbefugt auf seiner Anlage gespielt habe. Das bleibt unter uns. Und was wir dann eigentlich auch noch an dieser Jubiläumslok anhängen haben, das ist dieser Jubiläumswagen, den der Michael gemacht hat. 2000 Abonnentenwagen.
Passt ja zum Jubiläumszug 125 Jahre Märklin, 2000 Abonnenten. Jetzt ist es wirklich ein Sonderzug. Sehr schön zu sehen, passt da nicht ganz in die damalige Epoche, aber diese Satellitenschüssel. Das heißt, man kann in diesem Waggon unsere Videos anschauen. Jetzt zum Abschluss nochmal Update von der Digitalanlage. Also was habe ich diese Woche gemacht alles? Ich habe geschottert. Wie ich das gemacht habe, sehen wir dann. Zeige dann in einzelnen Schritten nochmal. Dann habe ich begrünt, begrast bis ganz hoch zum Schloss Bran. Laufen wir da mal rauf. So, die Tunneloberfläche ist mal mit der ersten Schicht Gras begrast hier. Die Felsen muss ich nur letztendlich fertig kolorieren. Dann sind hier unten, Moment, hier kann ich mit dem Pinsel zeigen, hier sind Spanten eingeklebt, hier auch. Hier wird dann eine Böschung runtergebaut mit Gipsbinde und auch begrast. Dann komme ich nämlich hier mal langsam zu Potte und das wird dann fertig. Aber wie gesagt, im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig. Was heißt schwierig? Im Moment ist es mir wichtiger, das Festle vorzubereiten. Da gibt es auch einiges zu tun. So, hier haben wir, bis hierher geht es jetzt, wo die Erdungsschraube drin ist. Begrast, begrast. Hier auf dem Tunnel der Aufbau auch. Die Felsen werden auch noch letztendlich koloriert. Hier sieht man die schöne Struktur, die automatisch durch die Gipsbinde sich ergeben. Da sind dann schon solche Geländefalten mit drin. Deswegen liebe ich das so mit den Gipsbinden. Ja, das ist der jetzige Stand. Hier sind auch Spanten drin. Hier und hier. Da geht es dann böschungsmäßig genauso runter. Dahinter steht ja der kleine Weinberg. Von der Seite jetzt betrachtet, zu Füßen von Schloss Bran. Ja. Ja, ihr merkt, es geht voran, es geht vorwärts und wir nähern uns dem Ziel, das bis Jahresende besteht, dieses große Segment so weit im Grobe fertig zu bauen, was die Stadtgestaltung, was die Dorfgestaltung betrifft. Natürlich habe ich schon mal gesagt, es wird das eine oder andere Bäumle oder Männle, Figierle, Autole wird dann schon noch fehlen. Aber dann ist mal alles farbig. Die Hintergründe werden nächste Woche noch angebracht. Und dann kriegt es mal langsam ein Gesicht und dann sind auch die Fahrvideos, sehen dann auch nicht aus wie Rohbau, sondern wie auf einer Anlage. So, dahinter sieht man, da hängt schon das erste Bild. Und es sieht dann gleich ganz anders aus, wenn da ein Lok davor fährt, vor dem Hintergrund, wie vor der weißen Wand. Gut, also, das soll es jetzt mal gewesen sein. Und über weitere Fortschritte, da habe ich jetzt mal dem Alexei Eiche, die nimmt da ganz schön den Blick auf sich. Nee, das ist nicht der finale Platz von ihr. Aber die kriegt einen Sonderplatz. Ja, also, bleibe dran. Es geht spannend weiter. So, es wird wieder Zeit für das Fazit der Woche. Wie zu jedem Ende jeden Films.
wir haben diese Woche schön gebastelt. Der Michael konnte nur einen Tag da sein. Krankheitsbedingt musste er einspringen. Er hat an der Retroanlage, was heißt nicht an der Retroanlage, er hat eigentlich für die Digitalanlage das an der Burg weitergealtert. Felsengosse. Wie gesagt, ich brauche hier fürs nächste Diorama ungefähr 40, 50 so Felsen. Ich habe an der Digitalanlage Gleise geschottert, Bahndamm begrünt, einen Hintergrund mal aufgehängt, um zu sehen, wie das wirkt. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir eine ganz tolle Lokvorstellung oder eigentlich eine Zugvorstellung gemacht, die württembergische T5, Jubiläumszug von Märklin aus dem Jahr 1984. Eine ganz tolle Geschichte. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt fangen sie da runter an zum Randalieren wieder. Ah ja, okay. Okay, jetzt ist wieder Ruhe. Ja. Was natürlich auch viel Zeit nimmt, ist die Organisation vom Festle. Macht aber riesen Spaß, das alles mal wieder zu machen, auf die Beine zu stellen. Ich freue mich da riesig auf das Fest. Morgen ist der Anmeldeschluss, also wer noch kurz und schlussendlich sagen will, okay, ich komme da hin, der ist immer noch jederzeit herzlich eingeladen. Jetzt muss ich kurz mal was machen. Also in Zukunft, wenn irgendwas im Arge liegt, setze ich meine Wutbrille auf. Oder wie? Da sehe ich zwar fast nichts, aber egal, ihr seht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Also folgendermaßen, wir haben im Film Dr. Retro Spezial, Moni war Film 32, habe ich nach Meinung verschiedener Bevölkerungsgruppe einen Fehler gemacht und habe mich nicht gendermäßig verhalten. Und daraufhin habe ich dann im nächsten Film da eine Richtigstellung gemacht, weil ich wurde massiv schriftlich mit Androhung einer Anzeige wegen Diskriminierung angegangen. Also das ist kein Witz. Deswegen habe ich das gemacht, sehr, sehr, sehr widerstrebend, weil meine Meinung ist zu dem Thema ist klipp und klar. Ich bin tolerant gegenüber jedem, jeder Lebensform, egal, er, sie, es. Aber ich finde das so einen Schwachsinn, dass man in unserem Land jetzt anfängt, das zu reglementieren und auch strafrechtlich zu verfolgen, wenn sich jemand da nicht dran hält. Also das ist für mich der absolute Witz. Und das hat das Tragen dieser Wutbrille verdient. Weil jeder soll so leben, wie er will und machen, was er will, solange der andere nicht stört. Aber in dem Fall stört es mein Empfinden. Und nochmal, ich halte da nichts davon, von dem ganzen Mist. Ich musste das aber richtig stellen. Und es ist für mich der Hammer, dass man so einen kleinen Kanal wie mich da auf solche Sachen kontrolliert und mich da bedroht, oder was ist bedroht? Bedrohung ist das keine, das ist eigentlich eher eine Lachnummer. Aber solche Sachen dann eben ankündigt. Ja, das nochmal zu dem, liebe Leute, die auch da davon nichts halten, bleibt bitte bei mir, bleibt bei meinem Kanal. Jetzt kann ich die Brille wieder runternehmen. Es wird nicht mehr vorkommen, dass ich mich da dazu äußere. Aber das musste ich halt jetzt einmal machen. So, jetzt machen wir wieder Modellbahn. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund. Und nächste Woche geht es zu 100% spannend und lustig weiter. Bleibt dran. Tschüss.